Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit RimWorld. Und wir haben ja kürzlich dieses schöne Kühlungsding gebaut. Das sollten wir besser mal anpassen. Hier haben wir ja alles schön geleert gehabt. Und da scheint kein weiteres Problem zu sein. Die Fäulnis ist besiegt. Eine Schildkröte wurde zahm, genau. Ach, brauchen wir die, ist die Frage. Die ist ja schon so alt. Wobei, ich weiß nicht, körperliche Gebrechen hat sie ja noch nicht. Ich weiß nicht, wie alt Schildkröten hier im Spiel überhaupt werden können. Aber eigentlich würde ich mal sagen, erstmal würde ich sagen, machen wir das hier mal wieder weg. Ne? Waldarbeit. Muss Tanky jetzt auch nicht mehr über alle Maßen. Ob zwei war das, glaube ich, vorher. Nehmen wir wieder zwei. Damit sind wir doch ganz gut gefahren. Und dann darf hier Schildkröte. Wo ist sie? Schildkröte 1. Da, schlachten. Chinchilla behalten wir. Die sind knuffig. So, unser Kampf-Chinchilla, wenn wir angegriffen werden, ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Finde ich zumindest. So, was haben wir denn hier? Tiefenbohrer, Stahl. Oh, darf auch gerne wieder verwendet werden. Ebenso wie hier natürlich Blaststahl gegraben werden. Darf habe ich auch nichts gegen. So, wie sieht es denn bei dir aus? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mal sehen, können wir ja mal so langsam hier Gefängnis und auf reduziere Widerstand erstmal, ne? Warum nicht? Erstmal Widerstand reduzieren klingt nicht schlecht. Können vielleicht die Schwierigkeit etwas weniger machen. Und, ah ja, ich bin hier gerade auf Gedanken. Da können wir doch mal kurz gucken. Depressiv. Gut, das ist, glaube ich, etwas, da können wir nicht viel machen. Kolonist nicht begraben. Oh. Ja, da bin ich selbst schuld. Das ist natürlich nicht so gut. So, mal sehen. Ich will Blackie jetzt eigentlich nicht direkt aus dem Schlaf holen, aber das wird doch ein bisschen eklig. Metallwaffe einschmelzen. Machen wir mal alles Mögliche. Metallschrott auf jeden Fall erstmal. Wie viele Mal wiederholen wir das? Ich weiß es nicht. Ne? Machen wir mal hier so 30 vorerst. Und Waffe einschmelzen müssen wir mal sehen. Alles außer ist Gladius oder Langschwert besser? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Langschwert ist das Beste. An dieser Stelle zumindest. Fernkampfwaffen. Ja, da haben wir doch eine ganze Menge. Was können wir denn alles auf jeden Fall einschmelzen? Gibt viele Dinge, die wir nicht brauchen. So, das kann auf jeden Fall hier, glaube ich. So, da können wir ganz viel auch schon mal einschmelzen, was wir nicht so unbedingt brauchen. Bombs. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und da haben wir noch eine tote Kobra drin. Oh, und wir haben irgendwie auch hier kaputte Mauern, die wir unbedingt flicken sollten. Dann brauchen wir. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen Löschschaumwerfer. Hier so. Zack, da eins hin. Da und hier von mir aus auch gerne. Sollte da mal was passieren. Wird auch noch ein Lager gebaut, extra für Brennstoff. Also, ich werde dazu lernen. So zumindest meine Hoffnung. Ich weiß nur nicht, wie das aussieht hier mit Line of Sight von diesem Löschschaumwerfer. Da musste man mal gucken. Lalala. Ja, müssen wir dann auch entsprechende Granaten bauen, ne? Der Kundschafter hier hat sich erholt, kriegt gutes Essen, fühlt sich hoffentlich gar nicht mal so unwohl hier bei uns. Mal sehen. Verbleibender Widerstand. Ja, wird interessant.
Oi, hier passiert einiges. Ach so, weil wegen Wahlen, ja. Ich habe mich aufgestellt, Dönerfrikadelle und Wuseline. Och, ich gönn's ja allen irgendwie, ne? Aber mir am meisten. Oh, das wird herrlich. So. Oh ja, Semi legt los. Erzählt Roger erstmal über Gemeinschaft, über Kameradschaft. Das sind hier so die Werte. Wieso ist Semi nicht zur Wahl? Semi fragt Roger über seine Toilettengewohnheiten aus. Ach, ich liebe es jetzt schon wieder. Ist das herrlich. Über die Zukunft. Semi beschrieb ihre Hochnäsigkeit zu Roger. Ach ja, Roger, hey, Chala oder so ähnlich. Widerstand weiter gesenkt, perfekt. Und dann können wir bald gucken, dass wir dann irgendwie den großen Versuch unternehmen. So, was sind denn die Wahlprogramme überhaupt? Wuselines Wahlprogramm. Diese Kolonie wird durch Nehmer belastet. Dieser Job geht mir nicht auf den Kopf. Wir müssen uns darum kümmern, was in der Gegenwart passiert, und meine Erfahrung und mein Know-how würden mich zu einem guten Bürgermeister machen, das auf jeden Fall. Die Dinge sind gut, aber wir könnten besser werden. Bei Dönerfrikadelle. Die Kolonie braucht einen starken Anführer. Wir müssen einander mehr bewusst sein. Nur gute Bürger verdienen es, Teil dieser Kolonie zu sein. Oha, wer soll denn rausfliegen? Wir müssen als Volk vorankommen. Und eine Gesellschaft ist nur so stark wie ihre fähigsten Mitglieder. So, und was habe ich denn für ein Programm? Unsere Probleme sind lösbar. Interessant, ja. Die Frage ist nur wie. Dieser Job geht mir nicht auf den Kopf. Eine Gesellschaft ist nur so stark wie ihre fähigsten Mitglieder. Ich werde meine ganze Energie in den Job stecken und nur gute Bürger verdienen es, Teil dieser Kolonie zu sein. Also ich bin so ein Hybrid aus beiden, deswegen bin ich natürlich klar die beste Wahl. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. So. Ah, Schleichwirkung ist das schön. Also ja, das Gute, ich bin ja mit einer Kanalgröße, wenn ich jetzt Werbung für Klaus Hipp mache, dann wird mir daraus kein Strick gedreht, weder eine Klage von Klaus Hipp noch eine Klage von anderen, weil ich hier Werbung mache. Da wusste Bescheid, Schätzelein. Oder muss ich tatsächlich jetzt das Video als Werbesendung markieren? Ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich eher Zitat von Popularkultur, mehr oder weniger. Das ist ja eher so Meme-Niveau. Von daher wird das hoffentlich passen. Und wenn nicht, dann mir auch egal. So, Simi und Kami unterhalten sich über Frühstück. Und jetzt will Simi frühstücken gehen. Nein, sie will ein Gebiet anbauen gehen. Das ist natürlich auch in Ordnung. Ich dachte schon, jetzt wäre der kleine Hunger gekommen, wenn wir schon bei Werbung sind. Oh, ich bin in Form, was Werbung angeht zumindest. Wenn ich etwas kann, dann das. Und das ist mein Chinchilla 1. Och, der tanzt den Po-Boogie-Woogie, glaube ich. Deswegen nenne ich den einfach mal, da bin ich mal so frei, und nenne ihn Chin-Chan. Say hey, hey, Chin-Chan, looking for trouble, he's your man. A little bit rude, a little bit rude, he's a kid with an attitude. Okay, jetzt wird irgendjemand ausgebuddelt und die Frage ist, wer wert ist? An dieser Stelle könnt ihr keine Wetten mehr abschließen. Unser kleiner Minnesänger wird ausgebuddelt. Liebt ungefähr so lange wie Dad. Aber, och, der hat auch schon ein bisschen Farbe verloren. So, Wuseline, wo schleppst du ihn denn hin, Mädel? Sehr schön. Jetzt darfst du ihn dann auch wieder zurückpacken, ne? Wer ihn ausbuddelt, darf ihn auch zurückbringen. Sehr schön. Dann bin ich auch gar nicht mehr wütend. Dann ist das in Ordnung. So, die Frage ist natürlich, haben wir Löschschaumgranaten überhaupt bauen können? Müssen wir mal gucken, ne? Also einmal hier. Löschschaumgranaten. Ja, gibt es. Und auch von dem Material sind die nicht so schlimm. Müssen wir nur eine Regel aufstellen, dass die hier... Wo haben wir die denn?
Waffen oder hergestellt ist es, glaube ich, oder? Granaten. Ja. Sorry fürs Husten. Ich habe es noch nicht ganz überwunden, aber ich bin auf gutem Wege. Es geht auf jeden Fall voran. So. Und hier, da kommen ja hoffentlich nur dann ausgewählte Produkte rein. Mal kurz gucken. Ja, nur ganz, ganz ausgewählte. Dürfte also eigentlich kein Problem werden. Aber wir kennen es ja mit dem Wort eigentlich, dass das eigentlich eine ziemliche Bitch ist. Oh, darf ich überhaupt Bitch sagen? Egal. Und jetzt brauche ich noch irgendwie so ein hochkomplexes Bauteilchen. Und Fleisch brauche ich, glaube ich, auch. Oh ja, Fleisch brauche ich. Aber sowas von. Tengi, alte Nachteule. Du darfst jagen gehen, während die anderen schlafen. Oh, nicht mehr alle schlafen. Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Yeah. So, Heimgebiet, wie es so schön heißt, ne? Zu Hause ist es doch am schönsten. Beschränkung! Ne, Tiere noch. Da, Gebiet 1. Ne, nicht Heimgebiet, sondern... Nein! Ach, deswegen ist mir auch Dad verreckt. Ja, jetzt. Ich erkenne das Problem auf jeden Fall. Und muss hoffen, dass die Fallen diesen Elefanten ein bisschen bremsen. Ja, ja, durchaus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt kommt die Kavallerie. So, du darfst mitballen. So, und einer kommt noch. Warte mal, was hat der denn? Ach, der hat Rücken und grauer Star und Demenz. Ach Gott, der verreckt doch schon, bevor er beschossen wird. Dass der sich überhaupt noch daran erinnern kann, dass er jemanden angreifen will nach der langen Zeit. Das ist die große, große Überraschung. So. Darf gejagt werden. So wie alle, die noch leben. Ja, läuft doch. Beziehungsweise, wir können ja einen können wir hier versuchen zu zähmen. Oder? Elefant. Den zähmen wir lieber. Jo, du hast auf, Gabi. Elefant retten. Hä? Wer kümmert sich denn? Jo. Ach, ich muss... Derweil, ja, und Beschränkung hier, zack. Ihr dürft wieder alles, was ihr wollt, nur nicht zu viel. So, Dattel kümmert sich. Das ist schön. Oh. Ach, das Ding ist verreckt beim Transport offenbar. Okay. Ja, soll vorkommen. Das ist halt etwas länger. Ja, ein anderes Mal. Oh, der gehört uns zu uns. Okay. Die vier Alpakas dürfen auch gerne geschlachtet werden. Habe ich nichts gegen. Oh, wenn es jetzt noch so einen einzelnen Elefanten zum Zähmen gegeben hätte, das wäre so schön gewesen. Nee, das ist nur unserer wieder. So, und da wird sich ein Alpaka geschnappt. Aber nicht getragen. Das finde ich schade.
und Mr. Junior ballet auch ein bisschen rum, weil es einfach geht. Und dann wird er gleich von Affen angegriffen. Ich sehe schon kommen. Ach, hier haben wir auch noch Uran. Na, sowas Leckeres aber auch. Ogly dogly. Boah, aber hier haben wir echt die edelsten Speisen, wo es überhaupt nur gibt. Und davon haben wir noch 56. Könnte schlimmer sein. So, oh, die Fleischkammer füllt sich auch. Yes! Und das mal nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Und hier wird auch Metallschrott ohne Ende eingeschmelzt. Ich liebe es! Und eine Leuchtkapslampe. Und ein Alpaka wurde zahm. Ja. Scheiße. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, das können wir schlachten. Aber Shin-Chan, den brauchen wir. Hat der überhaupt schon? Das ist die Preisfrage. Ach, den können wir auch noch trainieren. Nee, Training. Da. Gehorsam und Leine lösen. Warum nicht? Und der befolgt auch die Tierchenregeln. Das finde ich sehr lüblich. David jagt einen Alpaka. Das finde ich auch in Ordnung. Das ist auch lüblich. So, hier haben wir eine muntere Temperatur. Hier ist auch eine muntere Temperatur. Theoretisch könnten wir hier noch eine muntere Temperatur machen. Also ist es bei uns ziemlich munter, habe ich den Eindruck. Ist die Frage, wollen wir hier die Kammer wegmachen irgendwie? Ach, ist die Frage, was würden wir da unterbringen stattdessen? Gute Frage, nächste Frage. Wir könnten theoretisch hier so eine kleine Ecke als Fleischkammer machen. Wobei hier auch gar nicht mal so schlecht ist. Ach. Fragen über Fragen. Ich brauche vor allem irgendwie ein hochqualitatives Bauteilchen. Das wäre richtig toll. Aber das findet man ja nicht so einfach. Die wachsen ja leider nicht wie Sand am Meer. So, du darfst auch weg. Habe ich mal irgendwie so empfunden. Ja, Kasa, diese 10%. Die sind jetzt auch nicht so mega gefährlich. Ach, und die können wir nicht so einfach entfernen. Oder? Kurz gucken. Gehört die mir? Ist die Frage. Ja, eigentlich schon. Ach, ist eh eigentlich zu weit weg. Von daher reißen wir das Ding ab. Vielleicht kriegen wir Hightech-Bauteile. Das wäre noch eine Idee. Ach, macht Brian schon. Sehr schön. Gucken wir ihn doch noch mal zu bei dem Ganzen. Der Bri. Und er trägt Uran. Kein hochwertiges Bauteilchen? Nein. Oh. Umsonst abgerissen. Ach, hey Jemini. Ich kann ja mal hier gucken, dass wir da ein bisschen was abgerissen bekommen. Profitieren wir auch von. So, Löschgranaten haben wir auch mittlerweile. Was wollen wir mehr? Es läuft doch. Es läuft. So kann ich auf jeden Fall arbeiten. So, Training war da auch irgendwo erfolgreich. Ich weiß nur nicht, bei welchem Tierchen das war. Vielleicht war es unser Shin-Chan oder es war Benny. Das kann natürlich auch sein. Oh, wie viel haben wir davon überhaupt? Ui, 16 Stoßzähne. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir müssen mal einen Händler anfordern. Warum nicht? So, Wuselinchen. Amte deines Walters und rufe mal... Scheiße.
Ist das Ding auch kaputt gegangen? Irgendwo? Irgendwann einmal? Alles wird sich ändern? Oder habe ich das irgendwo hinein verschoben? Ich weiß es nicht. Die Frage wäre nur, wo habe ich das reingeschoben? Zu Hilfe, zu Hilfe. Ach, Jemini. Naja. So, mal ganz kurz was gucken. Kalkstein ohne Ende. Mal sehen, wie viel Kalkstein liegt hier überhaupt noch. Das ist eher Marmor, ja. Wo haben wir denn noch Kalkstein rumliegen? Das ist die große Preisfrage. Hier zum Beispiel. Kalkstein, ganz, ganz viel. Weil dann können wir hier auch langsam mal anfangen, die Wege zu verschönern. Das heißt eigentlich, Holzboden ist ja auch ganz schön. Fände ich sogar für die Gänge hier irgendwie schöner. Guck, dafür machen wir mal Holzboden, warum nicht? Und hier ebenfalls. Dort auch. Und das wird jetzt teuer. Oh, das wird sehr teuer. So. Hoffentlich nicht zu teuer. Wir werden es ja erleben. Allerdings nicht heute, sondern beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Daddelzeit, hier mit RimWorld. Bis dahin, ciao, ciao, ihr Lieben.